Bischof Josiah Atkins Idowu-Ferrin aus Nigeria wurde im Juli 2015 zum Generalsekretär der anglikanischen Gemeinschaft gewählt. Er ist damit der erste Bischof aus Afrika auf diesem Posten. Seine Aufgabe ist es, Justin Welby, den Erzbischof von Canterbury, dabei zu unterstützen, die Einheit zwischen den 83 Mitgliedskirchen der anglikanischen Gemeinschaft mit ihren 86 Millionen Mitgliedern zu bewahren. Komm, Sir. Yeah, komm, Sir. Wir konnten ihn in London treffen und ein Interview mit ihm führen. Diesen Monat haben wir uns für ein besonderes Format entschieden und wollen einen ganzen Film diesem Gespräch widmen. Josiah Idowu-Ferrin bespricht darin besonders relevante Fragen der heutigen Zeit, die Beziehung zum Islam und die Herausforderungen in Bezug auf die Einheit innerhalb der anglikanischen Gemeinschaft. Seine Berufung zu einem Mann des Dialoges und dazu, Unterschieden gegenüber offen zu sein, hat ihren Anfang schon in seiner Jugend in Nigeria. Dort hat er die Erfahrung gemacht, als Christ innerhalb einer muslimischen Mehrheit zu leben. I come from the northern parts of Nigeria. Ich komme ursprünglich aus dem Norden von Nigeria. Mein ganzes Leben, also solange ich mich erinnern kann, seit der Grundschule, habe ich mit Muslimen zusammengelebt. Wir sind gemeinsam in die Schule gegangen, haben unsere Freizeit zusammen verbracht. Und als ich in die Militärschule in Sari ging, war es immer noch so. Christen und Muslime und sogar Jungs, deren Eltern weder Christen noch Muslime waren, wurden gemeinsam unterrichtet. Nachdem er zum Priester geweiht wurde, geht er nach England, um dort Theologie zu studieren. So kommt er zunächst an die Universität Durham, wo er am St. John's College angenommen wird. Ein Fach, das ich damals belegt habe, war islamische Kultur. In der Rückschau glaube ich, dass das Vorhersehung war. Gott hat mich geführt. Er hat das so geplant. Ich habe also mit einem Vertiefungsstudium begonnen. An der Universität in Durham gehörte Patristik zu den Pflichtfächern, also die Beschäftigung mit den ersten Kirchenvätern und wie sich die Kirche mit der Theologie auseinandersetzte. Einer der Bereiche, den ich besonders interessant fand, war Christologie. Also speziell, wie die frühe Kirche damit umging, wie es dazu kam, dass sogar Bischöfe und Theologen als Heretiker angesehen wurden, wegen der Art und Weise, wie sie die vollkommene Menschlichkeit und Göttlichkeit Christi zu erklären versuchten. Mit meinem geringen Wissen über den Islam und die islamische Kultur hat es einfach Klick gemacht. Ich bemerkte, dass die Darstellung Jesu im Koran dem sehr nahe kommt, was die orthodoxe Kirche als Häresie bezeichnete. Das weckte meine Neugierde und so kam mein Interesse für Islamstudien. Ich habe nochmal gebetet und gesagt, wenn Gott mich wirklich in diesem Dienst haben will,
möchte ich in diesen Bereich tiefer einsteigen. Sobald ich mein Vordiplom hatte, ging ich nach Birmingham. Das war die letzte Etappe meines, ich nenne ihn, Pilgerweg. Hin zu meinem Dienst unter Muslimen und dahin zwischen Muslimen und Christen zu vermitteln. Ich habe damals einen langen Essay über den Status eines Nicht-Muslims in einer islamischen Regierung oder einer islamischen Nation geschrieben. Das wird in der arabischen Terminologie als Thimmi bezeichnet. Ein Thumma, das ist die Einzahl, ist ein geschützter Bürger. Ich habe einen Essay darüber geschrieben und der musste im Kurs präsentiert werden. Wir waren 14 Masterstudenten oder Doktoranden. Ich begann also, meinen Text vorzustellen. Doch dann, nach 4 oder 5 Minuten, kam ich ins Stocken. Ich konnte einfach nicht mehr lesen und bin zusammengebrochen. Ich habe angefangen zu weinen und musste die Präsentation abbrechen. Professor David Kerr war Direktor des Instituts und hat mich mit in sein Büro genommen. Josiah, was ist los? Ich antwortete, David, das ist genau meine Geschichte. Eine christliche Minderheit, ein Mann aus dem Stamm Nupe im Norden Nigerias. Das ist genau mein Status. Da schloss sich für mich der Kreis. In dem Moment wusste ich, dass der Herr mich in mein Land zurückruft, um dort Christen und Muslime dabei zu unterstützen, sich zu verstehen. Das ist eine lange Geschichte, aber das ist meine Pilgerreise. So ging alles los. Seitdem mache ich diesen Job und baue Brücken der Verständigung zwischen Christen und Muslimen. Josiah wurde 1990 zum Bischof von Sokoto geweiht und wurde 1998 Bischof von Kaduna. Des dizaines de voitures calcinées, Kaduna tente d'apaiser la flambée de violence de ces derniers jours. 2 Jahre später, als interreligiöse Gewalt in der Region ausbrach, hat sein Wissen über den Islam und seine Beziehung zu den Muslimen dabei geholfen, die Krise zu überwinden. Doch innerhalb seiner Kirche wird seine Haltung des Dialogs nicht immer verstanden. I belong to the evangelical Pentecostal charismatic wing of the. Ich gehöre zum pfingstlich-evangelikalen charismatischen Zweig der anglikanischen Kirche. Evangelical friends believe because of this commitment. Ich versuche, die guten Dinge zu sehen und das, was zwischen dem Christentum und dem Islam positiv ist, wo die beiden Religionen sich einig sind. Das irritiert einige meiner evangelikalen Freunde. Sie sagen, der ist doch kein Evangelikaler. Das ist hart und tut weh, aber ich kann es nicht ändern. Allerlei Dinge wurden über mich gesagt, wegen meiner Hingabe für die Versöhnung zwischen Christen und Muslimen, wegen der Versöhnung unter den Anglikanern, weil ich ein Kind der anglikanischen Gemeinschaft bin. Ich kenne die westliche Welt und den globalen Süden. Ich wurde in beiden Regionen ausgebildet und habe dort jeweils auch gearbeitet. Wegen dieser Erfahrung kann ich bestimmte Positionen einfach nicht vertreten. Mein Wissen zwingt mich dazu, aufzustehen, um das zu verteidigen, was ich für richtig halte. Wir haben Bischof Josiah einige Tage nach dem Attentat von Orlando getroffen, bei dem in den Vereinigten Staaten ein Mann 49 Menschen getötet hat in einer Disco, die vor allem von Homosexuellen besucht wird. Attentate des Islamischen Staates oder von Boko Haram in Nigeria und den angrenzenden Ländern führen mehr und mehr zum Misstrauen oder Angst gegenüber dem Islam. Wie kann man solche Gewalt im Namen Gottes verüben? Was ist ein Mittel gegen diese Gewalt? Die Frage nach der Gewalt gehört zu allen 3 sogenannten abrahamitischen Religionen.
Also Judentum, Christentum und Islam. Jede der drei Religionen beruht auf Schriften, in denen dieses Thema auftaucht und erklärt oder kommentiert werden muss. Sowohl in der Bibel als auch im Koran. When I say Bible, it includes the Jewish Bible and the Quran. There is that. Diesen Schriften innenwohnende Thema kann zu Radikalisierung und sogar zu Gewalt führen. Radicalized that could be violent. So there is violence. Es gibt also Gewalt in diesen drei Religionen und die, die die Schriften kennen, sind da mit mir einer Meinung. Es passiert also, dass ein Einzelner, ein Verrückter wie dieser junge Mann oder eine ganze Gruppe wie Boko Haram oder der IS im Mittleren Osten einzelne Verse isoliert aus dem Koran herauslösen. In Zentralafrika gibt es heute Christen, die Massaker verübt haben, die Muslime getötet haben und das alles im Namen der Religion. Weder der Islam noch das Christentum rechtfertigen Gewalt. Doch unsere Schriften enthalten Gewalt. Da müssen wir ehrlich sein. Für mich ist das Gegengewicht ein gesundes Verständnis von dem, was die jeweilige Religion lehrt. Das heißt auch, Taten folgen zu lassen und das zu leben, was die Religion von einem erwartet. Your religion expects you. Amongst these three religions, unter diesen drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, ist das Christentum die einzige Religion, der einzige Glaube, der zur Feindesliebe auffordert, es zum Gebot macht. To love your enemy is a Christian faith. Das Judentum und der Islam sind auf der gleichen Ebene, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für den Fall, dass dein Nächster ein Feind ist, ist die Bibel, ist Jesus Christus, eindeutig. Liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Weder das Judentum noch der Islam haben diese Lehre. Wir Christen haben also einen Befehl erhalten. Wir müssen den Unterschied sichtbar machen, den Christus in uns macht. Es geht nicht um etwas, das man als Christ machen kann, sondern es ist gegeben worden. Es ist eine Gabe Gottes. Nicht Josiah sagt, ich werde Mohammed oder Abdullah lieben. Nein, nicht ich, sondern die Gegenwart Gottes in mir, in der Person des Heiligen Geistes, gibt mir diese Fähigkeit. Das übersteigt den menschlichen Verstand. Aber auch wenn der Koran oder die Hadith es nicht zur Pflicht erheben, wird die Nächstenliebe in den Hadithen angesprochen. Sie gehört zum Islam. Sie findet sich in den sogenannten ungeschriebenen Hadithen, also solchen, die vom Propheten Mohammed selbst ausgesprochen wurden. Bei mir zu Hause, im Norden von Nigeria, sagen die Menschen, ja, der Hadith des Propheten sagt, liebe deinen Nächsten. Dein Nächster ist jeder, der 20 Häuser vor, 20 Häuser hinter, 20 Häuser rechts und 20 Häuser links von dir lebt. Jeder innerhalb dieses Kreises ist dein Nächster, ganz egal, ob er Muslim oder Christ ist. Sehen Sie, das sind positive Aspekte für alle, die Brücken der Verständigung zwischen den beiden Glaubensgruppen bauen wollen. Nicht zwischen dem Islam und dem Christentum, weil zwischen Islam und Christentum es kein Problem gibt, sondern zwischen Christen und Muslimen. Wir sind die Gläubigen. Wir sind die, die das, was unsere Schriften lehren, in die Tat umsetzen.
Dieses Werk der Versöhnung, diese Brücken, die man baut, baut man zwischen Menschen. Das möchte ich ganz deutlich machen. Wir sind alle Menschen. Bibel und Koran sagen beide, dass wir von den gleichen Eltern abstammen, Adam und Eva. Das ist im Koran ganz eindeutig. Die verbindende Frage des Menschseins wird sowohl in der Bibel als auch im Koran angesprochen. Der Koran geht sogar noch weiter und sagt, ob ihr weiß seid oder schwarz, ich bin nicht schwarz, eher schokoladenbraun. Oder nehmen wir jemand, der aus dem Sudan kommt und wirklich schwarz ist. Gott wollte es so. Die Bibel sagt uns nicht, warum Alan weiß ist und aus England kommt, warum ich Nigerianer bin und sie Franzose. Das sagt uns die Bibel nicht. Man findet nur den Turmbau zu Babel. Aber der Koran macht ganz deutlich, dass es einen Grund dafür gibt, dass Gott uns in Nationen geschaffen hat, in Stämmen und sogar in unterschiedlichen Religionen. Nämlich, damit wir lernen, uns zu verstehen. Im Koran ist das eindeutig. Unterschiede sind von Gott wohlbedacht, damit wir uns verstehen können. Das sagt der Koran. Deswegen ist Bildung notwendig. Und sie wird im Islam sehr ernst genommen. Menschen wie Boko Haram haben ihre Religion nicht wirklich verstanden. Man kann nicht verstehen, ohne etwas genau anzuschauen, zu studieren. Das gehört zusammen. Wenn man also Bildung in den Islamwissenschaften untersucht, dann bemerkt man die Bedeutung ganz besonders. Verstehen, verstehen, verstehen. Darum dreht sich alles. Der arabische Ausdruck dafür ist Lita'arafu. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Warum? Lita'arafu. Damit wir uns gegenseitig verstehen können. Die anglikanische Gemeinschaft hat eine Autoritätsstruktur, die die Führerschaft und die Synode verbindet. Vier Instrumente der Gemeinschaft wurden nach und nach umgesetzt, um die Einheit der 38 Mitgliedskirchen, die auch Provinzen genannt werden, und der 6 Extralandeskirchen kleinerer Größe zu wahren. Das erste Instrument ist die Rolle des geistlichen Führers, die der Erzbischof von Canterbury innehat. Dazu gehört auch die Lambeth Conference, die prinzipiell alle 10 Jahre vom Erzbischof von Canterbury einberufen wird und bei der sich alle berufenen Bischöfe treffen. In der Zwischenzeit finden sowohl Treffen der leitenden Bischöfe der verschiedenen Provinzen statt, als auch der anglikanische Konsultativrat, welchem Laien, Diakone und Priester angehören. Die anglikanische Gemeinschaft unterscheidet sich von der Kirche in Rom. Die Römer sprechen über die römisch-katholische Kirche. Anglikaner hingegen hört man nie über die anglikanische Kirche sprechen. Wir sind eine Gemeinschaft, die aus 38 bzw. aus 44 unabhängigen Kirchen besteht, wenn man die 6 kleineren hinzuzählt. Wir haben keinen Papst. Ich will das erklären, denn es wird beim Gebet für die anglikanische Gemeinschaft helfen. Wir haben 38 unabhängige Kirchen. Wir sind sowohl kulturell als auch administrativ unabhängig. Der Ausdruck anglikanische Kommunion, die Tatsache, dass wir eine Gemeinschaft sind, ist ein Wunder. Aber ich liebe es.
Was unseren Dienst doppelt schwierig macht, ist, was ich gerade erwähnt habe. Es gibt 38 verschiedene Kirchen, die zusammenkommen, um mit einer Stimme zu sprechen. Wenn wir einen Papst hätten, oder wäre der Erzbischof von Canterbury ein Papst, wäre das anders. Dann wären wir keine Kommunion, wir wären eine Kirche. Aber es ist nicht Teil unseres Charakters. Es ist nicht anglikanisch, einen Papst zu haben. Wir haben vier Instrumente, das heißt vier Möglichkeiten, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Ich denke, die wichtige Grundlage ist, dass keines dieser Instrumente die Befugnis hat, Befehle zu erteilen. Der Erzbischof von Canterbury hat eine Trumpfkarte, die mit der Mitgliedschaft zu tun hat. Um Mitglied der Kommunion zu werden, muss man in Gemeinschaft mit dem Erzbischof von Canterbury sein. Wenn er ihre Kirche nicht akzeptiert, sie aber immer noch sagen, dass sie anglikanisch sind, dann machen sie sich etwas vor. Sie sind nicht anglikanisch, es sei denn, der Erzbischof von Canterbury sagt, ja, ich akzeptiere sie. Das ist der einzige Trumpf, den der Erzbischof hat. Die Frage nach dem Umgang mit der Homosexualität betrifft die anglikanische Gemeinschaft ebenso wie andere christliche Kirchen und ist die Quelle großer Spannungen, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft gefährden. Die Episkopalkirche in den Vereinigten Staaten von Amerika hat vor kurzem für die Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare gestimmt und stellt sich damit gegen die anderen Kirchen, insbesondere gegen die in Afrika, wo heute weltweit gesehen mehr als die Hälfte der Anglikaner leben. Allerdings bleibt die Leitlinie der anglikanischen Gemeinschaft seit der Lambeth Conference im Jahr 1998 unverändert. Die Eheschließung ist nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich. Gleichzeitig sollen homosexuell orientierte Menschen aufgenommen und nicht stigmatisiert werden. Sie denken bestimmt an die Frage der Sexualität. Wir haben 1998 eine Entscheidung getroffen, wir nennen diese Entscheidung Beschlüsse. Ähnlich der römisch-katholischen Kirche haben wir beschlossen, dass wir, soweit wir die Bibel gegenwärtig verstehen, noch nicht akzeptieren können, dass Menschen des gleichen Geschlechts heiraten. Doch Folgendes kommt hinzu. Wir wissen natürlich, dass einige unserer Söhne und Töchter, einige unserer Mitglieder, diese Veranlagung haben. Und wir eine pastorale Verantwortung für sie. Daher kann die anglikanische Kommunion die Kriminalisierung von Schwulen und Lesben in keinem Fall unterstützen. Dies ist die Position unserer Gemeinschaft, sie hat sich nicht verändert und jeder Teil der Kommunion ist daran gebunden. Mein Job ist es, der Welt zu sagen, dass dies die Stellung der anglikanischen Gemeinschaft ist und jede Kirche richtet sich danach. Nun zur Wurzel dieses Problems. Ich will anfangen mit dem Teil der Gemeinschaft, aus dem ich ursprünglich komme, nämlich aus Nigeria in Afrika. In Afrika gibt es Kirchen, die Teil der Gemeinschaft sind, wo die Regierung Homosexualität kriminalisiert. So auch in Nigeria. Aber ich sagte schon, bevor ich diesen Posten übernommen habe, ich gehöre zu der Kommunion, daher kann ich das nicht unterstützen. Ich kann und will das nicht unterstützen. Aufgrund der Stellung meiner Gemeinschaft, die besagt, dass wir eine pastorale Verantwortung haben. Wenn also eine weltliche Regierung Homosexualität kriminalisiert, dann ist es unsere Aufgabe, denen zu helfen,
die davon diskriminiert werden, und ihnen zu zeigen, dass wir uns um sie kümmern. Die Kirche hat ein Interesse daran, dass sie gerettet werden und dass es ihnen gut geht. Das ist mein Job. Wenn ich irgendwo hinkomme, wo gesagt wird, die Regierung hat jenes verfügt, also werden wir danach handeln, wir werden sie heiraten lassen, dann ist es meine Aufgabe als Generalsekretär, klarzumachen, dass die anglikanische Gemeinschaft das nicht akzeptiert. Zurzeit sagt die Gemeinschaft, dass wir eine pastorale Verantwortung haben. Bis die Gemeinschaft schlussendlich wieder zusammenkommt und etwas anderes beschließt, ist dies meine Aufgabe. Ansonsten habe ich keinen Job. Und ich möchte meinen Job behalten, weil ich ihn liebe und weil ich glaube, dass es rational gesehen richtig ist, so vorzugehen. Es geht nicht darum, jemanden zu etwas zu zwingen, sondern darum, Menschen zu ermutigen, zusammen zu sein. Deshalb erkenne ich in der Kommunion meine Aufgabe als Generalsekretär darin, Dinge so zu erklären, dass die Menschen sie verstehen und unsere Unterschiede respektieren. Und das bringt mich zurück zu dem, was ich über den Koran gesagt habe. Lita Adafu. Verständnis. Wir können mit unseren Unterschieden leben. Christen sind dazu aufgerufen, zu evangelisieren, und das in einem multireligiösen Kontext und einer Gesellschaft, die zunehmend weltlicher wird. Wie können sie beharrlich bleiben in dem Aufruf, Männer und Frauen der Einheit und der Versöhnung zu sein? Das, was meinem Christsein, meinem Engagement und meiner Berufung in erster Linie zugrunde liegt, ist der Wunsch Gottes, dass alle gerettet werden sollen. Gott will nicht, dass jemand zugrunde geht. Das glaube ich als Christ. Ich kann niemanden zwingen. Meine Aufgabe ist es also, zwei Dinge zu tun. Erstens, der Samen des Wortes ist in mir gepflanzt worden und ich glaube es. Gott in Christus erwartet, dass ich es lebe und dass ich gehorsam bin. Lebe aus dem Wort. Das Licht Gottes ist mir gegeben worden. Gott erwartet, dass ich ein Licht bin. Das ist es, was Paulus im 2. Korinther Kapitel 5 sagt. Das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. In der Gute-Nachricht-Bibel ist das sehr schön übersetzt. Gott hat uns in seinen Dienst gestellt, um die Welt zu seinem Freund zu machen. Das ist das ultimative Ziel der Versöhnung, Menschen dazu zu bringen, zu Gott zu kommen. Und das kann ich als Christ durch Christus. Wenn ich das Evangelium lebe, wenn ich das Licht leuchten lasse, Paulus sagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bei der Versöhnung geht es im Grunde darum. Wir müssen demütig darin sein. Und für mich ist das die Essenz des Gleichnisses von dem Samen, der gesät wird. Der Bauer sät den Samen, geht nach Hause und schläft. Er muss sich keine Sorgen machen. In Markus 4, Vers 28 steht, und der Same geht auf und wächst, während der Bauer schläft. Und wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, dann erntet er. Wie das Wachstum funktioniert, sollte uns nicht kümmern. Und in diesem Punkt haben wir Christen, und ich würde sagen, auch die Muslime, Probleme. Es ist nicht unser Job. Es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu etwas zu zwingen. Das sollte uns keine schlaflosen Nächte bereiten. Lasst uns einfach die gute Nachricht verbreiten und die guten Dinge tun, die Gott von uns erwartet, um ihm dann die Ergebnisse zu überlassen. Aber wir dürfen das Verlangen Gottes, dass alle gerettet werden sollen, niemals vergessen. Wie er das tun wird? Die Araber würden sagen, Allahu Alam. Gott weiß es am besten. Also, keep calm, relax. Thank you.
Das Wort des Monats steht in Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr, wir bitten dich für die 38 Kirchen, die der anglikanischen Gemeinschaft angehören, und für jeden ihrer Primas, insbesondere für Bischof Justin Welby, den Erzbischof von Canterbury. Komm und stärke die Verbindung zwischen diesen Kirchen, sodass sie in diesem gegenseitigen Verständnis weiter bestehen und einen einzigen Körper bilden, trotz der Unterschiede, die dem entgegenstehen können. Öffne unsere Herzen, hilf uns, unsere Ängste zu überwinden, um auch den Menschen zu begegnen, die einer anderen Kultur oder einer anderen Religion angehören.